Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Dungeon Defenders 2. Was soll das? Mit dabei, der Extreme. Hallo! Und Vivon denn? Wo wibbert's denn? Wo wibbert denn? Wo wibbert denn? Wo wibbert denn? Ja, ja, in wibbert's denn. Genau, die Pfeile kommt diesmal von 5 Seiten insgesamt. Also 2 Wellen in der Mitte, einer links und 2 rechts. Diesmal Gott sei Dank keine Flugviecher. Bin schon mal sehr erleichtert. Vorerst. Ja. Ja, der weiß schon wieder mehr, der Typ hier. Das habe ich gar nicht gesagt. Wo will wir denn? Wo will wir denn? Oh Gott. So schlecht einfach nur. Kann ich da? Nein, da darf ich noch nicht hoch, schade. Ja. Mist. Ja, wo setze ich denn? Aber wir dürfen diesmal 1500 ein. Ja, es ist auch eine Boss-Mission. Trotzdem. Wir müssen nämlich die Überraschungseier schützen. Damit alle Kinder auf aller Welt noch eine Freude daran haben. Das machen wir mal so dahin. Ja, die Kanonentürme sind ja jetzt so stark mittlerweile. Die machen. So stark sind sie? 4000, ja, die sind so richtig stark. Ich wollte mal eben gucken. Ja, die machen 2600. Da kann doch was nicht stimmen. Oben hin ist nicht. Doch, das stimmt, das haut hin. Naja, egal. So, Cell. Ciao. Zwei Kanonentürme da, zwei dort, aber es muss definitiv mehr hier hin, denn es kommen ja auch viel mehr Feinde von hier. Machen wir da einfach nochmal Balliste dorthin. Ey, wir bauschen auf meinem Reich hier, ey. Nein, das ist mein Rasen. So. Ach, keine Ahnung, ich mach nochmal einen Kanonenturm hier hin. Um das Ganze nochmal ein bisschen abzurunden. Und vielleicht, weil es so schön. Meinst du, es reicht eine? Die können die einfach durchlaufen, ne? Ja, mal gucken. Das werden wir sehen. Mal gucken, wie und überhaupt das funktionieren wird. So, ich bin pleite. Wo will wir denn? Was reicht denn hier? Wo denn? Komm doch runter, du kleiner Drache. Wir haben deine Eier. Wir haben sie gerettet in der vorigen Mission. Und jetzt. Ja, haben wir doch. Und wir haben sie ja gerettet. Und jetzt sind wir hier und beschützen sie, diese. Aber. Mal oben bauen. Ja, habe ich auch schon. Schade. Geht nicht. Das geht leider nicht. Ach, dein Ding. Oh, ich will hier zwischenbauen. Warte. Das Ding hat echt eine hohe Reichweite von dir. Oh. Wo sind wir denn? Ja. Absolut. Aber das Tierchen, obwohl wir seine Eier beschützen, ist nicht sehr erfreut darüber. Ach, jetzt greift an. Ja. Was für ein Arsch. Und jetzt ruft der Flugviecher. Oh jo. Hätt's mir auch vorher sagen können. Nein, ich wollte dich spoilern. Wo sind wir klar. Denn hier, wenn ich das spoilere? Wo sind wir denn da? Oh Gott, Level 60er Feind. Na ja, gut, wenigstens landen sie und dann werden sie. Er greift halt die Türme an oder was macht er?
Das klingt einfach nur doof rum. Ich glaube, die Türme kriegen keinen Schaden, aber wir kriegen dann nur Schaden. Alles Sinnlose ist, er ruft halt diese Drachenviecher, die aber gleichzeitig seine Eier angreifen würden. Können, wenn ich mein Eier nicht haben darf, darf keiner sie haben. Richtig. Oh, das war's. Das war es. Mit der Wibber denn. 5 Kids. 4. Ja, was hat er? Open links. Lane. Eine neue Area geöffnet. Das heißt, ich werde jetzt hier mal. Was denn? Wird mir gar nicht angezeigt. Nehmen wir auch nicht. Ach, ich sehe da so. Links. So, direkt meine Ballistik gemacht. Aber ich nur eine, ne? Ja. Oh, wo ist eine Kiste? So, ich hoffe, die Seite ist jetzt einigermaßen stabil. 9 Kills, 7 Kills. 4 Kills. Na gut, die anderen müssen mal. Ja, der Dummy, der war ja nicht lange da. Da war er ja schon direkt wieder weg. Mach ich den trotzdem mal nochmal dahin. So. Grüße ich mal die linke Seite. Hallo, linke Seite. Neues Schwert, das macht Wasserschaden. Ein bisschen mehr Schaden als das vorige Schwert. Ich finde das auch ein bisschen bemerkbar, dass es mehr Schaden macht. Wenn auch nicht so ganz so doll. Nur ein blaues, kein mystisches Item. Ja, was macht er jetzt? Weil wir haben uns überlegt, dass mit dem Item ausrüsten, das machen wir immer zwischen den Folgen, weil das kostet halt echt immer so Zeit, an den Karten zu sehen. Das haben wir in den ersten Folgen ja gesehen, wie lange wir da hingen. Ja, und der Kid kriegt viel weniger Items als ich. Also, das kriegt nur die aus der letzten Box. Echt, du kriegst in der Runde gar keine? Also, bei mir troffen sie, aber wenn wir die nach der Runde, also geht, dann verschwinden die ja ins Inventar eigentlich. Hast du das auch du. Auto-Collect gesammelt und eingestellt mit dem Beutel? Ja. Ah, ich glaube, du hast ja drei Reihen voll und so viele Items kriegst du hier ein. Ist. Ja, das ist so richtig kurios. Auf deiner Lane. Du bist fast tot, ne? Ja, ich heile mich doch gerade. Kugelturm ist fast kaputt. So. Next round. 22 Kills, 18 Kills, 9 Kills. Dann werde ich das hier mal auf und das hier auch. 18 Kills. Aber. Barrikaden sind. Die eine Barrikade habe ich jetzt mal auf hier 5 gemacht. Ja, dir. Brauchst du das ganze Mana her? Ich weiß es, ich hab noch 160. Hält er immer noch. Jetzt hab ich nichts mehr. Nein, auch nicht 2? 15. Ja, bitte. So. 2 Items collected habe ich gerade. Ja, Auto collect 0 Items. Muss ich gleich nochmal gucken. Ja, das hat er ja irgendwas. Ist da komisch. Wir waren wieder Viecher. Wo sind wir denn? Ja, wo sind wir denn hier?
was ist denn mit dir los, Drache? Würdest du bitte ableben, danke. So, das hätten wir auch erledigt. Jetzt die eine Seite. Da los. Ich glaube, wir werden es so mal hinkriegen. Anscheinend nicht so ganz. Da muss ich da auch nochmal eine Gruppe hinmachen. 4 von 5 Wellen, 238 Feinde jetzt. Ich muss jetzt hier auch nochmal einen Dummy hinmachen. Das ist nicht gut, was da los ist. Oh, dann guck ich mal hier. Back Options. Ist ja gut, Betsy. Enable Back Auto Collect. Muss ich da einen Haken reinmachen? Ja, ne? Wenn irgendwas automatisch gesammelt werden soll, dann musst du da einen Haken reinmachen, ja? Du hattest da keinen Haken drin. Und rechts überall bei den drei Kategorien müssen nee, auch aber, Haken sein. Aber hier im rechten. Im ganzen letzten Beutel hatte ich keinen. Aber in den ersten. Warum gehen die dann da nicht rein? Das weiß ich nicht. Also, ich habe bei den Back-Optionen Loot Auto Collection Settings habe ich einen Haken bei Enable Back Auto Collect drin und dann halt bei allen Sachen rechts davon. Ja, mal gucken, ob sie. Ach, der macht so Säureflächen hier, oder was? Irgendwas? Wo war Säure? Guck mal rechts. Hier. Bei dem Turm. So, da. Ja. Gut. So, ich hab nichts mehr. Auch nicht. Leute, zwei Items collected. Ah ja, Auto-Collect 5 Items. Okay, dann hat das bei dir irgendwie nicht ganz geklappt gehabt. Das ist natürlich ärgerlich. Zum Glück jetzt bemerkt, als bis zum Schluss nicht. Ja gut. Ging ja eigentlich. Ich habe immer bessere Sachen gehabt. Also. Ja, ist aber trotzdem schade, wenn du nachher irgendwas für dich hast, was viel besser gewesen wäre. Das stimmt. Wimpern! Oh, bei mir kommt jetzt auch Wimpern. Gar nicht gemerkt. Das hab ich gar nicht bemerkt. Was ist das? Ne, da kommen noch ein paar. Bam! Mana-Bombe! Yeah! Bang! Ach, cool, der repariert automatisch. Man muss da gar nicht stehen bleiben. Achso, ja, genau. Auch. Du kannst dabei auch angreifen. Level up. Ja, jetzt wird's interessant. Jetzt kommt nämlich hier Betsy. Wir haben noch mega viele Türme zum Setzen. Ja, du wirst jetzt auch sehen, warum. Denn Betsy rastet jetzt vollkommen aus. Ja, so wollen wir noch ein paar setzen, oder? Ah, hallo Betsy! Mother of all Wyvern! Du bist hässlich! Du bist voll hässlich, Alter! Betsy! Betsy! Ja, halt die Schnauze, komm! Ach, ist nur der Bosskampf oder was? Nein! Ah, jetzt kommen die von rechts und links gar nicht lang. Jetzt kommen die von oben oder was? Es kommen zwischendurch überall Feinde von allen Seiten. Ja, aber von vorne da ist von, Block. Ja, von vorne, ja. Also, und ganz zum Schluss kommt. Ah gut, Betsy kommt da lang, ne? Ja.
Gut, also würde ich sagen, wir hauen noch ein paar Türme in die Mitte rein, oder? An für sich ja, weil dann kann man Betsy ganz gut treffen. Ah, das darf man nicht direkt bauen, das ist natürlich blöd. Ah, guck mal, hier kann man bauen, hier oben. Betsy, komm her. Hier, Betsy, Betsy, Betsy. Komm mal zu der Papa, der Betsy. Fand ich bei Dungeon Defenders 1 so witzig, weil man so overpowered war als Magier. Die Türme haben ja schon, oder sobald der Boss gelandet ist, sofort gefeuert. Ja. Einfach als Magier Ultimate Turm hingestellt, der Boss landet tot. Das stimmt. Das fand ich super. Wow, ich habe nur 150 Mana aus einer Truhe. Ja, ich habe jetzt nur noch mal hinten die Seite ein bisschen verstärkt von mir, weil da kommen ja noch Feinde. Ansonsten kümmere ich mich jetzt hauptsächlich um Betsy. Ah, ich muss meinen Turm gerade verkaufen, weil der in der Säure stand. Werde ich mich ein bisschen um Betsy kümmern, die Betsy ein bisschen durchstreicheln. Oh Gott, das klingt so verkehrt. Ja, ein bisschen. Kommt hier vier, zack. Einfach mal ganz kurz mit der Hand durch das Gesicht gehen. Platz! Hast du noch ein bisschen Mana? 8. Oh, reicht. Hier liegt auch noch eins. Ja, ein bisschen Betsy, Betsy, Betsy. Retten. Ja, hallo, reparier doch. Gib mir die Kinder, da oben liegen Kinder im Nest. Gib mir die Kinder. Hi, Betsy. Nein, meine. Na, Betsy. Alles Betsy. Ich bin tot. Wow, der ist one-hitted. Was? Ex on attack? Nee. Hä? Da war Betsy wahrscheinlich. Wo kommt sie denn? Dumme Kuh! Betsy. Komm nach Hause, Betsy. Kann ich mal wieder landen? Ich will die abknallen. Ah, die hat mein Dummy kaputt gemacht. Schnauze, Betsy. Ah, ich wollte gerade meinen Spezialangriff machen. Schnauze ab. Die greift die eigenen Eier an, ne? Das ist schon ein bisschen ohne Sinn. Ach ja. Lass sie doch, wenn du willst. Ja, ich schau sie dafür jetzt gerade erstmal an. Nein! Ach. So, Spezialattacke. Oh, hat sie mich weggehauen. Au, das tut weh, lass das. Au! Oha. Hat sie mich eiskalt überboxt. Mit ihrem Nudelholz. Betsy, wie könnt ihr mal alles reden? Beruhige dich! Ihr wollt Stress? Mana Bombe! Da kommt Betsy wieder nach Hause, oder? Ah. Nicht. Jetzt. Doch, jetzt. Alter, liegt da oben viel Mana. Oh. Hat sie mir aber wehgetan. Dafür kriegt sie eine richtig aktive Mütze. Legendäres Item. Geil, legendärer Stab. So wie es aussieht. Oh, ja, Betsy. Haha. War mein Feuerturm nicht kaputt? Ich habe keine Ahnung. Victory. Nice.
Ich habe auch einen legendären Stab hier. Wo können wir denn unsere Truhen? Hinten. Ach, da. Ach, da. Level up. Nur eine blaue Truhe. Das ist aber traurig. Oh, ne. Epic. Und ein Drachenei. Oh, ja, ein Drachenei. Nächste Folge aber, ne? Hier angucken oder zu viel Folgen. Richtig. So, ein legendäres Item und ein mystisches. Ich habe nur ein legendäres bekommen und drei Items hat er jetzt so gesammelt. Jo. Da liegt. Was mit dem Akt? Eine neue Herausforderung vor uns: Forgotten Ruins. Hier ist eine Ruine. Boah, Kim, du bist voll gut in Englisch. Oh, ja, Mann. Oh. Oh, krass, ey. Lass mal da rein. Direkt Kopf ab. Ja. Wie cool, eine Lichtershow. Oh, mein Arm ist ab. Ja, aber diese Mission, wir können ja mal ganz kurz G drücken, damit wir schon mal vorab sehen, von wo die kommen. Hier werden einige Feinde auf uns zukommen und das wird nicht ohne sein. Am heftigsten kommen sie aus der Mitte. Ich denke mal. So wie immer. Das werde ich dann übernehmen. Und wir haben auch hier wieder was zum Verteidigen. Das darf nicht drauf gehen. Aber das machen wir nicht mehr jetzt. Genau, das machen wir in der nächsten Folge. Und wenn ihr die Sicht vom Extreme sehen wollt, wie er tapfer gegen Betsy gekämpft hat, dann schaut doch in der Videobeschreibung. Dort ist der Link. Und wir sehen uns dann in 2 Tagen bei dieser wunderschönen vergessenen Ruine. Tschüss.